Moin Moin und willkommen zurück zu Call of the Sea. Wir machen direkt weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Nämlich beim Rätselraten, wie immer. Ja, also wir sind jetzt hier oben angekommen. Und wie man sieht, gibt es hier relativ viele Sachen. Wir müssen das alles mal angucken und mal genauer anschauen. Ein paar Sachen haben wir uns schon angeschaut. Aber ja, also wir haben jetzt hier diese ganzen Symbole hier. Symbolik. Kann man noch raufdrücken, dann dreht sich das Ding. Oder oben ist auch noch was. Ne, das malt er auf. Okay. Hier. Ach, guck mal, okay, gucken wir uns jetzt mal alle an. Und da ist auch noch einer. So. Okay, bringt uns noch nicht so viel weiter. Unten Wassertier, okay. Das ist, was wir gelesen haben, mit Leben lebendig. Wassertier hat er sich notiert. Da liegt auch noch ein Zettel, den gucken wir uns auch noch mal an. Weiß, ob das nicht wichtig ist. Liquid water fluid. I've seen this symbol in the murals several times. I guess it can be applied to both water and black ooze. Okay. Flüssig, okay, da hat er auch was notiert. Hier sind noch mal, gucken wir mal ins Zelt hier rein. Was da noch so gibt. Nichts da. Transformation evolution. Easy, I think. Verwandlung evolution. Aha, guck mal, da oben zeigt uns auch irgendwas an. Was ein Brief. Oh, eine kleine Zwischensequenz. Ja. My dear old pal, Nora. I wish I could write something else, but a long time ago I promised you I would never lie to you. So here goes. There is no cure for your illness. What you carry in your blood is changing you, and it will keep changing you until it's done. Whatever that means. There is nothing we can do to stop it. My dear old pal, my partner, the love of my life, I am so sorry. I've made so many mistakes. All those deaths because of me. Frank, DeWitt, Roy. All for nothing. Maybe Teharo is right. Maybe we can return to the beach and build a raft to get back to Papiete. Maybe in less than a month, I could be back. There's no cure? Nee. But he didn't finish the letter. What did you do, Harry? Where are you? I know for sure that you didn't go back home, so what? What do I do now? Are you still on the island? I have to find you. Das müssen wir. God's blood. Bit of ewig Leben? Does this mean that? Is this related to me somehow, to my disease? Wer in sich trägt, wird auf ewiges Leben ewig, in ein Wasser plus Tier, Verwandlungsschicksal unvermeidbar. Oh Gott, ich muss alles aufschreiben. Ah, hier ist auch noch was. Was hier? So that's how you mark the symbol's orientation. Die Mechanismen drehen sich, wenn das Rad gedreht wird. Wie beginnt der Satz? Norden wurde verändert. Ah, okay. Eternal life. I'm starting to understand this language. Ewig und endlich. This one was really hard to figure out. Good job, Harry. Well done, Harry. Boy, am I lucky that you did the hard part of figuring things out. Ihre Sprache funktioniert, indem man verschiedene Symbole zu einem neuen Symbol kombiniert. Ideogramme, Wort A plus Wort B gleich neues Wort. John McCormack's dear old pal of mine? A favorite song. Okay, wir müssen kurz überlegen jetzt. Kombinierte Symbole geben neue Wörter. Gottes Blut, Wassertier, ewiges Leben, Vorbestände, unvermindliche. Okay, Verwandlung, flüssig, Leben, ewig. Eieiei. Blicke ich noch nicht ganz so durch. Warte mal. Das hier ist der zweite, ne? Ja. Na gut, das ist flüssig. Flüssig. Kombinierte Symbole ergeben neue Wörter. Okay, also man hat... Ei, das... Da war
Ich jetzt aber gerade ein bisschen überfragt, muss ich sagen. Also wir... Die Bude, die da drauf sind, ich glaube, die an der Wand haben nichts zu sagen. Es geht um die da oben, ne? Ja, wir haben diese zwei. Die muss man, glaube ich, nur rauskriegen, welche Richtung man das Ding drehen soll. Kann ich alle nach oben zeigen, das ist ja Quatsch. Wir sind da, das ist flüssig. Gottes Blut und Wassertier. Warte mal. 1, 3 und... Ah, okay, warte mal. Wir sind jetzt da, das heißt, wir würden haben Gottes Blut und Wassertier. Die beiden Symbole müsste ich, glaube ich, nehmen. Vorbestimmte, das heißt, wir müssen... Das genau zwischen den beiden. Nee, das geht ja auch nicht. Das sind ja drei. Kombinierte Symbole ergeben neue Wörter. Das ist aber echt schwierig. Hä? Oder sie steht auf dem Schlauch. Also Verwandlung, flüssig, Leben, ewig. Kombinierte Symbole ergeben neue Wörter. Ich dachte jetzt, dass diese beiden. Also diese beiden Sterne hier, ne? Der und der. Sind ja beide links. Das heißt, wenn man unten sich das Symbol hier unten anguckt, dann sieht man ja, dass wir bei Gottes Blut und Wassertier sind. Aber Gottes Blut und Wassertier. Aber was gibt, bringt uns das? Warte mal. Harry scheint sich sicher zu sein. Nee. Ach, das ist ja... Das ist ja verrückt. Okay. Das hat ja was Besonderes zu bedeuten. Eins, zwei, drei, vier. Was bedeutet das denn bloß? Aber den haben wir da unten. Das heißt, der oben hat Verwandlung. Und das wäre unten rechts, wäre ewiges Leben. Aber wo muss ich denn das Drehding hinpacken für ewiges Leben? Habe ich es? Das verstehe ich noch nicht ganz. Wäre das, wenn das jetzt, das kann es ja auch nicht sein, das wäre zu simpel. Und das ist der. Der könnte dann theoretisch nach unten gehen. Ich denke jetzt gerade mal kurz, wenn man guckt, wenn man beide Seiten vergleicht, sieht man rechts ja diese Symbolik da. Jetzt sagt er ja flüssig, aber das Symbol in der Mitte von dem großen Bild zeigt ja das Symbol, also ganz auf der linken Seite von der Seite, die ihr seht, an. Da sehen wir auch dieses mit dem Strich unten und diese vier Symbole. Hat das wieder was damit zu tun? Weil das sind genau die Symbole, die auch abgebildet sind. Wir machen es einfach mal. Der ist ja unten, also auf der linken Seite jetzt, ist das Ding ja unten, das Symbol in der Mitte vom zweiten Bild auf der rechten Seite. Das heißt, der müsste da unten sein. Haben wir unten gesetzt? Ja, der müsste doch hier drüben. Das wäre auch zu simpel, glaube ich. Das müsste der hier. Hier ist das. Mal gucken. Der ist das, wo das rechts ist. Das wäre der ganz unten, für ewig, der auf ewig steht. Das ist ja das Symbol nach oben. Also der bleibt so. Und der hier, das ist das Symbol, was nach links zeigt. Das ist der. Der wäre ja dann links. Hm. Das sieht natürlich gar nichts. Soll ich mit diesem Fahrstuhl wieder runterfahren? Oder ist es, der fällt wahrscheinlich nur runter, der Fahrstuhl, ne? Macht keinen Sinn, darauf zu drücken. Das ist doch auch nicht richtig, was ich hier mache.
Grass. Auch zu simpel, denn ich glaube, es hat auch nichts mehr mit links zu tun. Das hat alles nur mit rechts zu tun, aber das verstehe ich nicht ganz. Ich nicht. Warte mal kurz. Wir haben unten Gottes Blut, Wasser, Tier, ewiges Leben. Das ist oben Verwandlung. Das wäre ja das Symbol. Das wäre 2. Aber... Warte mal, haben wir das? Wie haben wir da jetzt? Da haben wir den mit den 3 und so. Das wäre Leben. Das Leben hat das Symbol. Ist das richtig? Mal gucken, mach's mal auf. 1, 2, 3, 4. Das kann ja nicht richtig sein, aber vorher ist das mal. Hier ist das, das andere Ding. Ewig, ewiges Leben. Nee. Das ist Leben. Also nicht ewiges Leben, sondern Leben, nur. Und Leben. Also das ist schon ein bisschen crazy. Blick's nicht ganz so. Aber warte mal. Wenn man jetzt... Also wir haben ja die Dinger da hinten. Die haben wir auch aufgemalt, ne? Das heißt... Warte mal. Der... Mit den 2, ne? Der so. 2, weil das ist ja flüssig. Gottes Blut und Wassertier. Würde ich behaupten. Das hier mit dem 1 ist Verwandlung. Das wäre ja auch Gottes Blut und die Verwandlung. Das wäre zusammen. Das heißt, das muss nach oben. Das ist die 3, das ist Leben. Leben steht für... Steht der nicht nach? Ja, ist der? Der? Verkehrt, warte mal. Warte mal, das ist... Welcher war das nochmal? Das ist der, der ist ewig. Ewig wäre ewiges Leben. Warte mal. This is the right combination. Okay, so, das war's. Und zwar ist das ja hier beim Einser. Verwandlung. Verwandlung steht ja für Gottes Blut. Nee. Verwandlung steht für vorbestimmte Umfang der Verwandlung und ewiges Leben. Das wäre wahrscheinlich das. Deswegen muss es rechts sein, zwischen den beiden Symbolen. Genau. Naja, perfekt. Haben wir doch geschafft. Lassen wir da rein. Hier liegt noch was? It appears Harry didn't advance any further. Ich komme nicht weiter. Ich habe alles versucht, aber es funktioniert nicht. Was fehlt noch? Die Reihenfolge hat gestimmt und meine Hand. Ich kriege das Ding nicht zum Laufen. Ich muss den Fluss da unten überqueren. Aber wozu eigentlich? Okay. Was ist das? Those are drums of some sort. Not again. Oh, no, not again. Hm?
Okay. Aber nachspielen, das geht ja noch. Warte mal. Okay. Oh, jetzt ist es schwierig. Gott. This technology never ceases to amaze. War es nicht so schwer? Simon Says lässt grüßen. Oh, sieht ein bisschen aus wie bei Total Recall mit Arnold Schwarzenegger. Los geht's. Harry said it didn't work for him, so it shouldn't work for me either. Unless there's something different about. Die Hand ist anders, bloß die Flecken. Das ist ein Fischtier. Anyway, Nora, you know what you've got to do. Oh. Kapitel 4 ist fertig. Heieiei, gruselig. Okay, jetzt mal wieder in diesen Augen. My hands. Look at my hands. This is definitely not a dream. And I'm starting to doubt the others were dreams too. So, wir schauen mal kurz hier rein. Aber ich behaupte mal, wir machen erst beim nächsten Mal weiter. Kapitel 5 ist für uns viel zu spannend. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. Vergesst immer, dass ihr nochmal abonnieren müsst, mich mögen und eventuell auch die Glocke hauen, damit ihr wisst, wann das nächste coole Video kommt. Bis dahin. Tschüss.